Hallo, hallo! Ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar ich und mein kreativer Kopf, ich sag's euch. Erst jetzt vor kurzem die Buch-Challenge und jetzt habe ich mir nochmal eins fallen lassen. Ist mir so nebenbei ins Gehirn gesprungen und ich hoffe, dass ihr zahlreich daran teilnehmen werdet, nämlich an einem neuen Tag. Den Tag, den ich ins Leben rufe. Nicht nur eine Buch-Challenge, nein, ich werde jetzt auch mal einen Tag ins Leben rufen. Der Tag heißt Let's Talk About Books. Und ich würde dann gleich jetzt mit den Fragen anfangen und sie beantworten und am Ende dann ein paar Leutchen wie immer taggen. Ja. Und zwar die erste Frage: Welche oder welches Genre liest du am liebsten? Ja, zu dieser Frage würde ich sagen, ich lese am liebsten Thriller, Liebesromane bzw. Chiclet. Ich möchte Chiclet und Liebesromane nicht über einen Haufen scheren, denn es gibt schon eine Abgrenzung zu Chiclet und zu Liebesromanen, denn Nicola Sparks oder Cecilia Ahern sind keine Chiclet-Autoren. Und Chiclet sind ja auch eher verrückte Frauen wie du und ich, die die Protagonisten sind. Und in Nicola Sparks oder Cecilia Ahern Bücher ist das nicht der Fall. Das möchte ich hier nur nochmal aufklären, weil ich möchte nicht, dass das so durcheinander gewürfelt wird. Ich bin auch nicht gerne klugscheißerig oder so. Aber wenn es um das Genre geht oder überhaupt um Bücher, Bezeichnungen oder irgendwas, genauso wie die Abspaltung von Thriller und Krimi. Da bin ich schon eigen und möchte auch, dass das nicht falsch gesehen wird oder dass vielleicht so ein paar Leute wenigstens Bescheid wissen, wie es wirklich ist. Aber es soll nicht klugscheißerig sein oder irgendwas, sondern einfach nur informativ für diejenigen, die nicht so das genau wissen. Also auf jeden Fall Thriller. Ich mag auch gerne mal einen Krimi lesen. Okay, Genre noch. Also ich lese jetzt Thriller, Chiclet, Liebe und Jugendbücher. Geht so. Also der muss mich dann auch schon vom Sockel hauen können irgendwie. Aber es gibt einige gute, aber ich habe auch schon viele gelesen, die mich nicht wirklich gepackt haben. Weil ich mich auch nicht mit den Protagonisten so richtig identifizieren kann. Ich kann ihre Probleme nicht mehr so ganz nachvollziehen. Mir wirkt das manchmal alles viel zu naiv und so. Ja, es ist so, das kommt drauf an. Wenn ich einen Autor mag, wie zum Beispiel Morton Rhue oder so, oder Jay Asher, obwohl das wir beide irgendwann ja auch nicht so prickelnd war jetzt für mich. Ja, Jugendbücher ab und zu mal einen guten. Ansonsten so Spannungsbücher, also alles so düster und mystisch eventuell. Das mag ich auch ganz gern. Ich mag aber auch mal zwischendurch ein Fantasy-Buch lesen, aber das darf mir dann nicht zu abgehoben sein. Also sowas wie Harry Potter oder so geht schon. Auch Vampirbücher lese ich auch mal, wenn mir auch eins vor die Nase kommt und es mich sehr interessiert. Ansonsten bin ich doch eher für die, ja, nicht fantasievollen Sachen zu haben. Mit welchem, also zweitens, mit welchem Genre kannst du absolut nichts anfangen? Also da gibt es zum Beispiel so einige Fantasy-Arten, glaube ich, so à la Terry Pratchett, Wolfgang Holbein und Markus Heitz. Wenn ich die Titelbilder dazu schon sehe oder die Cover, das sehe ich schon, da muss ich mir gar nicht erst durchlesen, was es geht. Ich sehe schon, dass mich das eigentlich nicht interessiert. Das mögen sehr gute Bücher sein, ganz bestimmt, aber ich habe einfach kein Interesse daran, von Trollen, Zwergen, irgendwelchen Fantasiegestalten, die ich mir einfach im Kopf gar nicht vorstellen kann, weil ich in manchen Sachen nicht sehr kreativ bin und an Menschen oder Gestalten vorstellen schon gar nicht. Und ja, ich bin halt für das Reale eher zu begeistern. Fantasy, ansonsten finde ich auch so Mittelalter-Sachen überhaupt nicht interessant, muss ich sagen. Also ein historischer Roman, wo es wo sie Prinzessinnen waren und so, also so alle so Bücher Wien 1890 oder so, wo ja so die
Monarchie und so da war. Da gibt es zum Beispiel ein ganz tolles Buch von Susanna Kubelka, Das gesprengte Mieder. Das habe ich zweimal gelesen, als Jugendliche, weil ich das echt gut fand. Und so auf der Art und Weise lese ich historische Romane ganz gerne, aber keine Mittelalter-Sachen. Und nee, ich glaube, ich habe auch noch keins gelesen. Ich glaube auch nicht, dass mich das wirklich. Es spricht mich noch nicht an. Mich interessiert die Zeit auch nicht wirklich. Ja. Ach, ich lese auch noch gerne Schicksalsromane. Peter, habe ich ganz vergessen. So, noch was? Also Horror kann ich auch nicht. Also ich habe nicht gerne Angst, wenn ich ein Buch lese. Also Angst und Angst ist so eine Sache. Eklig kann es sein, aber es soll mir keine Angst machen. Also Horror und ich habe Angst, dann eigentlich allein in der Wohnung zu sein. So darf es nicht sein. Und das, ja, weil ich dann, ich bin auch, kann auch keine Horrorfilme sehen, weil so richtig so, diese psychische und eklige und so, also da kriege ich Albträume, ich kann nicht schlafen, ich denke jedes Mal. Und ich kriege dann auch so Herzrasen und auch, ich kann das ja gar nicht. Also das ist auch nichts für mich. So, gehen wir mal zum dritten Punkt. Liest du lieber dicke Schinken oder Bücher mit niedriger Seitenzahl? Mal so, mal so. Also ich habe schon gerne so zwischen 350 und 450 Seiten, so das ist so, was ich am meisten le gerne lese. Wenn mich ein Buch aber allerdings sehr, 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 sehr in seinen Bann zieht, will ich ja nicht, dass es endet. Deswegen wäre dann ein dicker Schinken schön. Hält sich also auch die Waage. Wie viel Geld gibst du so etwa im Monat nur für Bücher aus? Lasst mich nachdenken. Also so um die 20 bis 50 Euro. Es kann aber auch mal mehr sein. Ja. 20, 50, 60, 70 manchmal. Aber das ist dann auch verteilt. Nicht eine Bestellung, sondern dann mal da eins, mal da eins, dann mal 10 bestellt bei Rebuy oder so. Ja. Aber so in dem Schnitt 50 bis 70. Wenn es gut läuft. Beschreibe deinen perfekten Leseort. Also mein perfekter Leseort ist nicht unsere Couch. Unsere Couch ist das Schrecklichste, was es an Couches gibt. Ich hasse diese Couch. Ich sage es, glaube ich, meinem Freund 10-mal die Woche, dass ich diese Couch hasse und frage jedes Mal, weil habe ich, denke ich, schon mal gesagt, wie sehr ich diese Couch hasse. Ja, und er sagt, nein, das hast du mir noch nicht gesagt. Aber das nur als kleine Anekdote. Nein, ich hasse unsere Couch, ich lese da nicht sehr gerne drauf, aber es ist nun mal das Wohnzimmer. Und deshalb lese ich oft auf der Couch. Was der perfekte Ort in unserer Wohnung dafür ist, mehr oder weniger. Und dazu eine schöne Yankee Candle an, einen guten Tee. Vielleicht noch meine Lesedecke. Ich habe so eine Lesedecke, die da kann man mit den Händen reinkrabbeln, dass man keine kalten Hände kriegt. Und das so ist dann wie so ein halber Bademantel, nur halt länger und ohne Gürtelschlaufen. Ja. Aber wenn es warm ist, dann, wenn es warm ist, lese ich am allerliebsten auf dem Balkon mit einem schönen Cappuccino, meinen Zigaretten und dann jetzt los. Ja. Ansonsten so der Perfektort, den es jetzt hier in der Wohnung nicht gibt, wäre so entweder ein Zimmer, wo halt das ganze Zimmer voll mit Büchern steht, wo dann ein schönes Fenster ist mit einer Fensterbank mit Kissen belegt und man sich da so richtig rein schnuffeln kann. Und ja, das wäre auch so perfekt irgendwie. Aber ich finde auch, manchmal können perfekte Orte sein, so wie ein Strand. Wenn es schön warm ist und man legt sich dann so in den Strandkorb oder so. Und das ist eigentlich auch ganz angenehm. Also es gibt wirklich verschiedene Situationen, verschiedene gute Leseorte. Hand aufs Herz, sechstens. Aktuelle Zahl deines Subs. Also aktuell so zwischen 90 und 100. Geht ja noch, oder? Das geht noch. Versuchst du Menschen zum Lesen zu motivieren und wie? Ja, nicht nur, weil es meine berufliche Aufgabe ist, mehr oder weniger, aber die Leute, die zu uns kommen, lesen in der Regel ja schon. Manche Kinder, die halt dann eine
Führung haben durch die Bibliothek. Die sehen auch einiges, was sie gerne haben möchten und nehmen sich auch mal ein Buch mit und so. Aber an sich jetzt außerhalb der Arbeit, habe ich zumindest schon mal meinen Freund geschafft zu motivieren, denn es ist klar, ein Mensch, der nicht liest, kann Gründe dafür haben. Es kann sein, dass er keine Geschichten mag. Dann bringt es auch nichts, ihn zu motivieren, denn der keine Geschichten gerne hat, der wird auch beim Lesen keine Freude haben. Dann gibt es so eine Art Mensch wie mein Freund. Das wäre die zweite Art von Nichtlesenden. Also er liest ja durch mich. Und zwar hat mir mal erzählt, er hat früher gerne gelesen. Er hatte dann aber mal irgendwo im Urlaub oder so ein Buch. Und dann sind sie irgendwann abgefahren und er hat nie geschafft, dieses Buch zu Ende zu lesen. Seitdem hat er es verflucht zu lesen, weil er immer Angst hatte, das Buch nicht zu Ende lesen zu können. Sehr komische Logik, aber das ist halt mein Freund. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, weißt du noch, wie das Buch hieß? Er konnte mir natürlich nichts sagen, er konnte mir höchstens die Farbe sagen oder das Cover und ihr wisst alle, dass das. Damit kann man ja nicht viel anfangen und nicht sich auf die Suche machen. Dann habe ich gesagt, na gut, aber du würdest schon gerne mal ein Buch lesen, oder? Wäre doch ganz schön. Hat er gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, naja, das könntest du dir denn so vorstellen, gerne zu lesen. Du magst doch bestimmt so Fantasy. Du spielst doch hier diese ganzen WoW und ach, was es da nicht alles gibt. Dann so, ja. Dann habe ich gesagt, naja, dann gehen wir mal zusammen in die Bibliothek. Schließlich arbeite ich da. Ja, gab Bücher über WoW, es gibt ja wirklich World of Warcraft-Geschichten und die haben wir dann alle ausgeliehen. Dann haben auch alle Diablo-Teile ausgeliehen, die hat er alle gelesen und ganz, ganz schnell. Und somit war das Interesse geweckt und habe ich gesagt, okay, jetzt ist aber langsam die Reihe zu Ende. Was anderes wollte er aber nicht lesen. Da habe ich gesagt, na, du musst doch auch mal gucken, das können doch auch gute Bücher sein. Da hat er gesagt, nee, es ist irgendwie nicht so richtig. Und dann habe ich gesagt, na gut, Fantasy also weiterhin jetzt erstmal nicht. Was kann man da jetzt machen? Dann habe ich mich mal irgendwann, habe ich irgendwie so überlegt und irgendwie überlegt und überlegt. Und dann kam mir so die Idee, mein Freund hat auch, guckt ja gerne Filme auch. Und hat ja so ein paar Interessen. Also, die Filme, die er gern guckt, muss es ja auch irgendwo als Buchformat geben. Jetzt nicht genau dieselbe Geschichte, aber so mit dem Thema. Ich meine, er guckt ja ganz andere Sachen als ich, deswegen ist das schon mal ein bisschen anders. Und dann ich sage, hey, du magst doch so gerne Zombie-Filme. Dann gucken wir doch mal, es wird doch bestimmt einige Zombie-Bücher geben. Somit habe ich ihm mal ein paar Zombie-Bücher bestellt. Er hat mir natürlich nicht genau gesagt, was er sich unter den Zombies vorstellt. Das habe ich erst später rausbekommen. Er hat mir dann irgendwann gesagt, ja, er mochte in dem einen Buch nicht, dass der Zombie sprechen konnte, sich artikulieren konnte und so weiter. Ein Zombie muss tot sein, er muss eklig sein und bescheuert sein. So, das ist für ihn der perfekte Zombie. So muss das sein. Und in den Büchern, wo es nicht so ist, mit denen kann er nichts anfangen. Na, er sagt, okay, es wird jetzt aber schwierig, weil ich mir nicht erstmal bei Amazon angucken kann, ob die Zombies da sprechen können oder nicht. So. Und ja, dann ging es dann halt weiter. Resident Evil liest er jetzt gerade auch, weil ich habe gesagt, na komm, hier, du guckst doch gerne Resident Evil, da gibt es ja auch die Bücher dazu, liest du die mal. Und jetzt hat er gesagt, er würde auch gerne Horrorgeschichten lesen, habe ich mir natürlich bei Sarah und, wie hieß sie, Claudi und auch, ja, bei den beiden größtenteils, mal so viele Videos angeguckt, was sie so an Horrorbüchern vorgestellt haben, habe mir auch ein paar Seiten angeguckt und so weiter. Ich habe da sehr recherchiert und auch einiges gefunden. Und er hat mir auch nebenbei mal so gesagt, ja, er würde gerne noch Hannibal lesen. Und so muss man das halt machen. Jemand, der gerne lesen würde, aber einfach nicht weiß, was, weil es so viel Auswahl gibt, da musst du das einfach eingrenzen. Manche Leute können das halt einfach nicht. Die können nicht sagen, ich würde gern dieses Buch lesen und danach recherchiere ich jetzt. Nein, den musst du wirklich an die Hand nehmen, wie mein Freund, und zusammen gucken, hey, was sind denn noch so deine Interessen? Was guckst du zum Beispiel an Filmen gerne? Und so haben wir das gemacht. Und seitdem, ja,
auch gerade sehr Computerspielbücher, also Computerspiele, wo es auch Bücher dazu gibt, sind natürlich auch sehr gefragt. Er liest jetzt gerade das Buch Metro 2033 und da ist er jetzt auch total drin und er will auch die anderen Teile alle lesen und das macht mich unglaublich stolz, weil es ist ja nicht nur beruflich meine Aufgabe, Lesen zu fördern, sondern wenn es auch mir gelingt, im privaten Bereich das zu schaffen, bin ich so unglaublich stolz. Das ist für mich mehr als irgendein anderes Geschenk. Ich bin dann wirklich so zufrieden, dass ich jemanden dazu gebracht habe zu lesen und Bücher für sich zu entdecken und so weiter. Naja, gut, ich habe jetzt, glaube ich, ein bisschen lange darüber gequatscht. So läuft das bei mir, wenn ich jemanden versuche zu motivieren und zu animieren. So. Achtens, dein aktuelles Buch ist beendet. Nimmst du dir sofort das nächste zur Hand oder brauchst du erstmal ein paar Stunden oder sogar Tage, bis ein neues an der Reihe ist? Also das ist immer ein sehr schweres Thema, weil es gibt ja echt Bücher, die lassen dich auch nach dem Zuklappen nicht wirklich los. Aber wenn ich gerade so in Leselaune bin und ich gerade auf dem Balkon sitze, dann geht das Buch zu Ende, also so im Sommer. Dann geht das Buch zu Ende. Ich denke so, jetzt ist aber noch so schön Sonne hier und ich will noch gerne was weiterlesen. Dann ist es manchmal sehr schwierig, weil du gerade mit der Geschichte erst abgeschlossen hast und sie doch noch ein bisschen in dir hast. Dann ist es schon sehr schwierig, manchmal sich sofort auf ein neues einzulassen. Da muss man sehen, vielleicht liest man doch mal dann erstmal 1, 2 Stunden einfach nur eine Zeitschrift oder ja, macht vielleicht dann doch was anderes, um sich erstmal ja, um wieder ein bisschen neutraler zu werden. Aber in der Regel versuche ich immer gleich das nächste zu nehmen, wenn ich das Buch beendet habe und es ist noch mitten am Tag und ich will noch weiterlesen. Kommt da darauf an, dass ich dann manchmal doch das Buch erstmal wieder weglege und sage, nee, ich kann mit der Geschichte, in die komme ich jetzt noch nicht richtig rein. Dann warte ich auch ein paar Stunden, aber Tage auf keinen Fall. Das würde mich sehr nervös machen, Tage zu warten, bis ich das nächste Buch zur Hand nehme. Kann ja aber auch passieren, dass man eine Leseflaute kriegt, weil das letzte Buch so gut war, dass man einfach Angst hat, kein Buch an dieser Welt kommt noch jemals an dieses Buch ran. So. Neuntens, wie entscheidest du dich für deine nächste Lektüre? Stimmungsabhängig. Ich denke mir so, wenn ich noch ungefähr weiß, um was es in dem Buch ging, in der Geschichte, dann nehme ich mir das. Ansonsten lese ich es mir halt mal durch, gucke so rum, was steht vielleicht schon länger im Regal. Oder was, auf was freue ich mich jetzt wirklich richtig zu lesen, weil es mich so sehr interessiert. Aber das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Aber auslosen oder so, das mache ich nicht. Von welchen Autoren kaufst du die Bücher, ohne auch nur zu wissen, um was es in der Geschichte geht? Sprich, die Frage bezieht sich darauf, dass man einen Autor blind vertraut eigentlich, egal was er schreibt, man weiß genau, das kann mich einfach nur überzeugen. So, und da gibt es einmal natürlich Nicholas Sparks, den ich über alles liebe. Dann Max Bento, von dem werde ich mir auch alles kaufen, egal was, um was es geht. Tess Gerritsen, Hilary Norman, fast, also ja, doch. Sönke Brandschwert. Ja, Sebastian Fitzek. Man kann eigentlich schon darauf vertrauen, dass es ein gutes Buch wird und dass er auch ziemlich fesselnd sein wird und so weiter, weil er der doch gerne Page-Turner einbaut bis zum für die nächsten Kapitel. Aber ja, blind vertrauen würde ich dem jetzt noch nicht. So, das waren so die Autoren. Muss man ein bisschen hinne machen. Findest du Bibliotheken sinnvoll? Die 11. Frage. Natürlich finde ich Bibliotheken sinnvoll, denn es gibt nicht nur Menschen, die viel Geld haben, um Bücher zu kaufen. Es gibt auch die andere Sorte Mensch, die von ihrem Geld nicht viel übrig haben im Monat und trotzdem gerne lesen möchten. Und gerade für die sind Bibliotheken mehr als sinnvoll. Ja. Und gerade für die ist es sehr, sehr sinnvoll und ich glaube, da gibt es auch keine Diskussion. Zwölftens, was hältst du vom Buchpreisbindungsgesetz?
spricht, dass ein Buch überall gleich viel kosten muss, in mangelfreiem neuen Zustand, also wirklich frisch und neu aus der Presse und nicht, ja, es ist zwar neu ungelesen, aber ihr wisst, was ich meine, ganz, ganz neu aus dem Laden. Was halte ich davon? Buchpreisbindungsgesetz. Ich meine, auf der einen Seite ist es echt gut, dass es nicht schwanken kann, so wie bei anderen Sachen, dass da das Buch 30 Euro kostet und in dem anderen Laden 15 Euro. Also es gibt in der Hinsicht keinen Wettbewerb. Also ich bin da nicht so ganz mit mir eins. Bin mit mir nicht ganz so eins. Also ich bin mir nicht so ganz eins. Ja. 13. Welche Themen interessieren und welche langweilen dich in Büchern? Da gibt es bestimmt auch einige. Ich kann euch aber erstmal spontan die sagen, wo ich immer denke, nee, darüber will ich nicht lesen. Also einmal zum Beispiel sowas mit Mafia. Es gibt ja, ich probiere jetzt irgendwie das, wo in den Genre, die ich sowieso lese, was mich da nicht interessiert, also in Thrillern oder Krimis, also irgendwas mit Mafia. Irgendwas mit Juristei, also mit Rechtssachen, finde ich auch äußerst langweilig, deswegen lese ich keine John Grisham Bücher. Die Titelbilder sehen auch mal komisch aus und auf jeden Fall, John Grisham ist gar nichts für mich. Was lese ich noch nicht gerne? Ah, da kann es so viel geben, wo ich schon so denke, oh nee. Will ich nicht. Manchmal lege ich auch ein Buch schon weg, wenn ich die Inhaltsangabe lese. Nur wenn da so drauf steht, der Kriminalkommissar Edgar Bachmann, dann kriege ich manchmal schon so, nee, schon der Name da. Und dann noch Kriminalkommissar, dann wird das schon so ein langweiliger Deutschland-Krimi. Ja, nee. Das ist halt nicht so meins manchmal. Manchmal muss ich halt weiterlesen, aber das mag ich also unbedingt so ganz viel mit Rechtsmedizin, finde ich auch langweilig, nur darüber zu lesen. Ja, so im Groben. Da würde mir jetzt aber speziell auch mehr einfallen, aber das will ja das Video jetzt nicht an so in die Länge ziehen. Welche Videos der BuchTuber-Gemeinschaft siehst du am liebsten an? Die Frage habe ich mir ausgedacht, weil ja, es wäre auch mal interessant, das von anderen zu wissen, was die so gern gucken. Also am liebsten gucke ich natürlich Lesemonate, gucke ich mir schon sehr, sehr gerne an. Von allen. Weil man da nochmal spezifisch gesagt bekommt, wie das Buch war und man sich daraufhin nochmal wenn sich es interessant anhört oder derjenige gute Punkte vergeben hat, dann doch nochmal die Rezension eventuell angucken könnte. Dann mag ich auch sehr gerne Vlogs, in denen gequatscht wird, aber auch nicht alles. Also ich höre die Videos mehr, als dass ich sie gucke. Wahrscheinlich bin ich da auch die Einzige, weil ich nebenbei immer spiele. Ich spiele dann immer sowas wie Zuma oder Mahjong. Und dann höre ich mir das mal nebenbei an. Und wenn in den Vlogs was gezeigt wird, kann ich das meistens nicht sehen. Und das irritiert mich dann immer. Aber ich habe halt auch keine Lust, immer nur auf die Mattscheibe zu gucken, weil in der Zeit kann ich aber noch was anderes machen. Ich bin dann immer so, ich will immer Multitasking sein. Aber wenn mir dann jemand was zeigt, kann ich es halt dann nicht sehen. Deswegen mag ich nicht alle Vlogs, also da, wo viel gezeigt wird, nicht, sondern einfach nur, wo geredet wird, am liebsten. Aber ist klar, man zeigt immer was, ich zeige auch was in die Kamera, von daher. Ich bin da halt so ein bisschen komisch. Das mag ich noch ganz, 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 ganz gern. Tags gucke ich sehr gern, wenn sie mich ansprechen. Kanalempfehlungen ab und zu, oder will ich immer nur wissen, ob ich dabei bin? Nee, Quatsch. Das gucke ich dann manchmal rein, ob ich noch irgendwas nicht kenne, aber es macht jetzt auch nicht jeder dauernd Kanalempfehlungen. Ja, so im Groben war es das. Eigentlich mag ich so einen Mischmasch aus allem ganz gerne. Aber ich gucke mir auch Rezensionen an, wenn mir das Buch so ein bisschen entgegenlacht. 15. Wie stehst du zu dem Thema Rezensionsexemplare? Also nur ganz kurz. Also Rezensionsexemplare an sich sind, finde ich, eine ganz gute Sache, aber ich finde, es sollte
nicht einfach immer irgendwer irgendwas bekommen, sondern schon mehr auf das Leseverhalten des Lesers eingegangen werden oder zugeschickt werden. Auch nicht in Massen, sondern doch eher immer mal wieder, aber nicht jede Woche, ja alle 2 Wochen oder sowas, sondern wirklich peu à peu der und ja, dass man das Verlage entscheiden können, wen sie haben wollen und wen nicht, wenn ich jetzt auch nicht so pralle. Ich finde es auch unangenehm, die Verlage anzuschreiben. Ich habe das einmal gemacht, weil ich halt auch für eine Lese-Challenge ein Buch lesen wollte unbedingt. Und deswegen gefragt habe, ob die mir das Rezensionsexemplar dazu schicken könnten. Wollten sie aber nicht, konnten sie nicht, durften sie nicht, weiß ich nicht. Ja. Ansonsten habe ich jetzt eins schon bekommen, eine Anfrage habe ich noch ausstehen, die müsste ich jetzt auch mal langsam beantworten, aber ach, aus den Augen, aus dem Sinn, ne? Ja, also ich glaube, da gibt's, kann man wieder endlos diskutieren. Ich denke, sollte einfach sich die Waage halten. Ich bin jetzt nicht scharf drauf, dauernd Rezensionsexemplare zu bekommen. Zu guter Letzt, zeig dein Buch, was du aktuell liest. Das habe ich jetzt natürlich wieder nicht hier. Aktuell lese ich gerade Verliebt, verschnellt, verzaubert von Stefan Rogall. Ja, da bin ich aber fast durch, das werde ich heute noch schaffen. Und ja, ist auch nicht sehr dick. Und dann ist eigentlich für mich der Dezember schon fast gelaufen. Das war noch schlechter als im November, kann ich schon sagen. Aber egal. Gut, dann werde ich jetzt mal übergehen zum Taggen. Ich tagge Sarah von The Sarah Story. Ich tagge Block of Books. Ich tagge Andy. Ich tagge Rosa Staubwolke. Ich weiß nicht, ob du es schaffst, jemals meine ganzen Texte zu machen, aber ich tagge dich trotzdem mal. Ich tagge, ja, ich tagge, versuche nochmal Mandy zu taggen, aber die wird das Video bestimmt auch nicht sehen, wie ich sie kenne. Mandy. Also Maddie, Super Maddie X3. So, wer guckt mich noch? Bücherwächter, falls du das siehst, kannst du auch gern mitmachen. Roses and Ivy würde ich taggen wollen. Tanja von X Bücherstunde. Und Sabrina von Bücher Sabrina. So, die anderen müssen weiter taggen. Das ist jetzt der Mandy Tag, der Let's Talk About Books Tag und taggt fleißig weiter. Ich hoffe, euch hat der Tag gefallen. Ich habe mir da wirklich ein paar Gedanken gemacht und Mühe und bla bla bla. Und jetzt wünsche ich euch noch ganz, ganz viel Spaß beim Lesen. Rutscht gut rein. Es ist jetzt mein letztes Video, wahrscheinlich wirklich für dieses Jahr. Ich wünsche euch ganz viel Freude bei allem, was ihr macht. Und passt auf euch auf. Und wir sehen uns gesund und munter 2013 wieder. Bis dahin, tschüss.